Graue Bahnbrücken zählen mit ihrem Verkehrsaufkommen zu den eher weniger einladenden Orten. Bis jetzt. Denn an der hochfrequentierten Rosenheimer Straße in München hat Ströer erstmals den Unterbau einer Bahnbrücke begrünt und damit das Stadtbild an dieser Stelle nachhaltig aufgeräumt. 12 Wochen lang wurde hier gereinigt, gestrichen und gebaut. Analoge Werbeflächen wurden durch modernste LED-Screens ersetzt und für die automatische Bewässerung der neuen Pflanzenwand ein 9 Meter tiefer Brunnen angelegt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Denn nun erblühen hier über 2200 Pflanzen auf rund 90 Quadratmetern. Entstanden ist ein vertikaler Garten, der den Lebensraum für Flora und Fauna vergrößert und das Mikroklima im Umfeld der Bahnbrücke verbessert hat. Denn die vielen Pflanzen sorgen dort nun für eine angenehme Kühlung. Die Installation hat Ströer gemeinsam mit der Firma Vertico umgesetzt, die mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis Design 2022 ausgezeichnet wurde. Mittendrin in dieser Oase 2 über 10 Quadratmeter große LED-Infoscreens. Beide werden mit Ökostrom betrieben und zeigen als kommunales Informationssystem redaktionelle Inhalte und Werbung und sprechen damit die über 64.000 Personen an, die täglich durch das Green Gate in Richtung Berge fahren. So funktioniert Kommunikation im öffentlichen Raum heute. Aufmerksamkeitsstark und nachhaltig.